So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Advance Wars Dual Strike, der Advance-Kampagne. Bevor ich hier mit der Kampagne weitermache, eine Kleinigkeit. Wir schauen mal wieder bei Hachi vorbei. Wir haben mittlerweile wieder ein bisschen Geld zusammengespart. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir die gute Candy mal. Und, ja, so viel Geld haben wir auch noch. Haben wir ihn noch. Und Edda holen wir uns auch noch. Dann haben wir sie auch schon fast alle. Fehlen nur noch Nell, Helmut, Jagger. Haben wir schon alle. Außer einen guten von Bolt. Aber sonst haben wir ja wirklich schon alle. So, jetzt machen wir hier aber erstmal weiter. Wir waren in Mission 10 stehen geblieben. So. Wir haben wieder die Mission mit den Blackboats, mit Unterschied zur Normalkampagne, dass die jetzt hier insgesamt 6 von diesen schönen Bötchen da haben und 2 Schlachtschiffe. Das heißt, wir dürfen noch wesentlich mehr aufräumen. Ich bin gerade im Überlegen, mit welchem Kurs ich das hier immer gemacht habe. Also in der Normalkampagne habe ich immer Jake und Rachel genommen, aber so eignet sich hier Chess auch ganz gut wegen dem Refuel für die U-Boote. Außerdem hat man hier fast nur Landeinheiten. Und ja, Chess Tech nutzt gut mit 2 weiteren Kurs mit. Nämlich mit Jake und mit Javier. Müsste ich direkt mal schauen, mit wem sie besser taggt. Ups, das war der falsche. Ich wollte hier hin. Aber sie hat mit beiden nur 1 Stern. Okay, dann ist es ja eigentlich echt egal. Da wir keine Comtowers hier haben, lasse ich sie mal mit Jake wieder taggen. Außerdem hat Jake schon die ganzen Support-Skills, bis auf einen. Der kommt aber auch, glaube ich, erst mit Rang 9. Das ist der letzte. Okay. Das sollte so eigentlich passen. Wobei, eine Sache noch. Ich möchte mit Jake anfangen. Moment, wie macht ihr rum? Macht es jetzt eigentlich mehr Sinn? Ich glaube, es ist egal. Ich fange jetzt mit Jake an, egal. Wir haben seine gute Musik eh schon lange nicht mehr gehört. Und da schießen wir doch erstmal dieses Blackboat hier ab. Das ganz, ganz knapp überlebt. So einen Glückstreffer hätte ich beim ersten auch gebraucht. Aber gut. Kaputt kriegen tun wir es ja so oder so. Ja, den Speer brauche ich nicht wirklich. Bevor sie repariert. Sonst könnte sie nämlich wesentlich mehr Schaden machen. So, sie hat sich nicht auf die Städte gestellt.
Die Artillerie kommt nicht daran, auch wenn ich mich dorthin stelle. Auch wenn sie mir eventuell in der nächsten Runde noch ihre Co-Power reinzwiebelt. Das muss ich wohl in Kauf nehmen. Was ausrichten. Zumindest etwas. Ach ja, jetzt fällt mir gerade wieder was ein. Es gibt ja hier wieder eine tolle Lab-Map. Das ist eine von den wenigen, die ich wirklich brauche sogar. Einheit hier wird mir leicht gefährlich. Wenn wir mal alles außer Reichweite von dieser Mech-Einheit stellen. Nebenbei außerdem schauen, dass man nicht zu viel auf die Stadt draufstellt. Sein. So, erstmal das Schlachtschiff hier muss weg. Wie viel Schaden macht das? 94%, okay. Den will ich lieber sicher runterschießen. Der stört mich. Stellen, wenn sie bald eine Supercore-Power hat, aber ja, muss ich wohl in Kauf nehmen, dieses Risiko. Den stellen wir mal hier hin. Hier fangen wir das Capturen an. Und jetzt würde ich gerne den Co. gewechselt. Da kommt sie, das Super Co. Power. Die wir bisher relativ selten gesehen haben eigentlich. Das wird jetzt trotzdem wehtun. Ja. Das erst recht. Aus meiner Reichweite hat sie sich schön herausbewegt. Die Einheiten entscheide ich mal. Thank you.
Podeste jetzt am besten. Die kriege ich ja so nicht weg. Ich fange hier einfach mal an zu capturen. Kriegt die Einheit sowieso ein bisschen weniger Schaden dabei. Glück klappt's. Tja, das Glück war nicht auf meiner Seite. Ich tauch mal kurz ab. Und beende hier mal meinen Zug. Oh, nur 2 HP, das war ein bisschen weniger als ich erhofft hatte. Aber gut. Dafür haben wir jetzt das hier. Eine Runde Heavy Metal. Ach, die Karte war doch hier. Okay. Brauchen wir jetzt eigentlich den ganzen Text nicht. Dann schießen wir den hier mal kurz ab. Dann mal den hier kaputt schießen. Artillerie braucht einen guten Hit. Und 2 Schaden. Das ist mehr als ich gehofft hatte. Das Schlachtschiff muss am ersten weg. Da kenne ich jetzt gerade mal nichts. Ist schon mal auf 4 HP unten. Der kommt jetzt nicht mehr irgendwas hin oder ne? Okay, stellen wir den hier hin. Wir hätten einen Zug. Ja, ist klar, dass die da jetzt nochmal eine Super Co-Power kriegt. Hey, schießen sollst du. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich die zweite Einheit auch noch ausladen.
dann müssen wir diese Artillerie jetzt nochmal so weit beschädigen, wie es geht. Damit sie mir den Panzer nicht so hart kaputt schießt. Ja, mehr kann ich schon wieder nicht mehr machen. Blackboats kriege ich gerade eh nicht tot und die reparieren sich ständig gegenseitig. Komm schon, krieg ihn tot. Ja, zumindest fast. Wenn er mich die jetzt noch abschießen lässt, dann mache ich das natürlich. Tja, hätte nicht gedacht, dass ich so noch gewinne. Hätte eigentlich gedacht, das wird ein Capture. Und dafür kriege ich immer noch 300 Punkte für diesen Mist, den ich da wieder fabriziert habe. Ja, Jake und Chess kriegen auf jeden Fall ein Level up. Damit ist Jake jetzt schon auf Rang 8. Wird uns immer vielseitiger, der Gute.